Aus Italien kommt der Fiat 500e über die Alpen mit einer 42 Kilowattstunden Batterie und 87 kW. Ab 30.990 Euro geht's los. Als Fiat 500e behält der Italiener zwar seine gefällige Form, wächst aber gegenüber der Verbrennerversion um 6 cm auf 3,63 m Länge und um 4 cm auf 1,53 m Breite. Das Kofferraumvolumen beträgt überschaubare 185 bis 550 Liter. Bam, bam. So, da haben wir nochmal die Federung gespürt. Das macht er sehr motiviert. Spricht ordentlich an. So ein bisschen Bewegung im Auto drin, aber unkomfortabel ist er nicht. Wir können hier nochmal neben über die schlechte Seite der Straße fahren. Ja, man hört es auch ein bisschen. Aber trotzdem, das ist alles ein bisschen weicher gefedert. Das passt auch ganz gut. Dadurch wippt er auch so ein bisschen nach. Als E-Auto hat der Fiat gut 300 Kilo Elektrospeck mehr auf den Rippen und wiegt knapp 1360 Kilo. Leidet die Dynamik? Wir nehmen mal die Kurvenkombination hier. So langgezogene Kurven, zügig gefahren, ist meist nicht die Stärke von so kleinen Autos. Die mögen es eher so ein bisschen wuseliger. Man merkt das auch, ich muss immer ein bisschen nachlenken, wenn ich jetzt hier die Kurve halten will. Das habe ich natürlich bei einem Auto, das ein etwas sportlicher ausgelegtes Fahrwerk nicht. Aber wenn es dann jetzt hier wieder besonders eng wird, hier so schnell rum, dann kommt mir das Grinsen ins Gesicht, weil das kann er gut. Geladen wird per 11 Kilowatt Onboard-Charger oder mit maximal 85 kW am Schnelllader. Dann kann man bis zu 5,3 Kilometer pro Minute zapfen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Pinsel drehte, habe ich eine schöne direkte Ansprache. Das ist toll, gerade so im Bereich, genau, ein bisschen langsamer fahren jetzt hier, gerade so im Bereich ab 30, zwischen 30 und 80, dann habe ich, wenn ich hier drauf gehe, schönen wohligen Druck. Die Reichweite beträgt 191 Kilometer. Bei sanfter Fahrweise und mit viel Rekuperation sind noch mehr drin. In der Stadt kannst du sogar Verbräuche unter 10 Kilowattstunden oder im Rahmen von 10 Kilowattstunden erzielen. Wenn du ein bisschen schneller fährst, wird es natürlich etwas mehr. Es ist auch überhaupt kein Problem, dieses Auto konstant mit Verbräuchen unterhalb von 16 Kilowattstunden, eher so im Bereich 15, 14 Kilowattstunden zu bewegen. Das entspricht auch dem Automotor und Sport Eco- oder Minimalverbrauch. Im Innenraum trifft Eleganz auf Technik. Lackierte Kunststoffschwünge begegnen digitalen Displays. Dabei geht's aufgeräumt, ohne viele Tasten zu. Der Platz auf den Rücksitzen fällt dank des Radstands von nur 2,32 m knapp aus. So, Motorhaube auf und das ist gleich schon mal schön. Da gibt es einen Motorhaubenlift, auch in der Klasse. Und ich gucke ja gerne unter Motorhauben und deswegen macht mir das Spaß. So, was sehen wir hier? Eine Menge orangene Kabel. Das ist der Hinweis auf Hochvoltkabel, sollte man nicht durchschneiden. Ja, das ist das letzte Mal, dass man sie durchgeschnitten hat. Und dann sehen wir auch noch eine Menge Elektronik. Unter anderem muss ja bei so einem Elektroauto auch dafür gesorgt werden, dass Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt wird, dass Wechselstrom wieder in Gleichstrom umgewandelt wird. Das alles muss mit einer Menge an Bauteilen geschehen und hoffentlich auch sehr verlustarm. Darunter sitzt der Elektromotor. Das ist ein permanent magnetsynchron Elektromotor mit einem Einganggetriebe, entwickelt 118 PS, so wie man es in vielen Elektroautos auch sieht. Wir haben es ja auch mit einem Auto mit Frontantrieb zu tun. Das ist ja bei normalen Autos üblich. Bei Elektroautos geht es inzwischen eher zum Thema Heckantrieb, wie zum Beispiel Honda e oder jetzt VW ID3. Wieso? Weil ich mir dann vorne an der Achse, kann ich mir die Antriebsachsen sparen. Und dann habe ich ein bisschen mehr Platz, um die Räder einzuschlagen und habe einen etwas besseren Wendekreis. Wobei, der ist gar nicht so schlecht bei diesem Auto. So, Motorhaube wieder zu. Haben wir noch was vergessen? Laden haben wir noch vergessen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Fiat 500e zu laden. Es gibt einen 11 Kilowatt Drehstromanschluss. Das ist auch genau das, was man braucht. Wenn man eine geförderte Wallbox zu Hause hat, dann darf die auch nicht mehr als 11 Kilowatt leisten. Deswegen passt das wunderbar. Und er kann mit bis zu 85 Kilowatt Ladeleistung an einer Gleichstrom-Schnellladestation aufladen. Das ist nicht schlecht, weil der Akku ist ja nicht so riesengroß. Der hat ja 42 Kilowattstunden, rund 37 Kilowattstunden nutzbar. Da kann man mit gar nicht mal so viel Strom rein. Da sind 85 Kilowatt schon nicht schlecht. Interieur ist dran.
Interieur, okay. Ich sitze hier ein bisschen höher drin, ja, aber immerhin kann ich meinen Schwellkorb noch so unterbringen, dass ich nicht an die Deko anstoße. Wir fangen mal mit der Tür an, denn da ist was Besonderes. Man hat hier so einen Druckknopf, so einen elektrischen, um die Tür zu öffnen. Ist so ein bisschen Geschmackssache. Das Lustige ist, es gibt hier auch noch so einen Notöffner hier unten, falls der da oben nicht funktioniert. Die Tür selbst ist aus einer Menge Hartkunststoff. Klar, das ist in der Preisklasse üblich. Entscheidend ist hier, wo ich meinen Arm auflege, ist es ein bisschen weicher. So, und dann können wir uns mal Armaturenbrett und Ähnliches angucken. Und da finde ich schon mal, dass man einfach so ganz subjektiv beim Design einen guten Job gemacht hat. Also es sieht wirklich elegant aus, ist ein bisschen feminin gestaltet, weil es eher runde Formen sind. Aber ich finde das auch wirklich nicht schlecht. Auch sehr, sehr schön, dass das hier lackiert ist. Und ansonsten hat man hier oben halt ja, Hartkunststoff. Aber ich sag mal so, auf eine sehr angenehme Art und Weise drapiert. Habe ich schon viel schlimmer erlebt. So, dann gucken wir mal auf das große Display hier. Dachodisplay, das ist wunderbar ausgeführt mit den wichtigsten Informationen, nicht zu verspielt. Ich kann das hier über die Lenkradtasten wunderbar bedienen. Ich habe meine ganzen Funktionen hier drin, meine Assistenzsysteme, mein Navigationssystem, meine Musik, mein Bordcomputer. Das ist gut gemacht. Auch hier wieder direkte Tasten, klar beschriftet, da kann man mit arbeiten. Was ich persönlich nicht ganz so mag, das sind diese Tasten, um vorwärts, rückwärts zu fahren, parken und Ähnliches. Ich mag es lieber, wenn da so ein kleiner Hebel ist. Entweder am Lenkrad oder hier im Mittelbereich ist einfach einfacher, wenn man rangieren will. Dann gibt es hier oben nochmal eine Tastenleiste. Das ist in der richtigen Griffhöhe, das passt. Und diesen Bildschirm. Grundsätzlich ist es schön, dass man hier einen relativ großen Bildschirm reingebaut hat. Die Menüstruktur ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, auch durchschaubar. Was mir aber nicht gut gefällt, ist, dass die Schrift zum Teil relativ klein ist und dass damit auch die Kacheln relativ klein sind. Gerade wenn man während der Fahrt das bedienen will, dann kann man auch schon mal fehlbedienen. Da muss man es nochmal machen und das ist dann ablenkend. Und es kann schon mal sein, dass es ein bisschen länger dauert. Ja, das hängt immer davon ab, ob er jetzt gerade geladen ist von der Software komplett oder nicht. Ja, man sieht, es kann manchmal ein bisschen länger dauern. Ja, also da ist noch ein bisschen Potenzial, sage ich mal so. Fiat bei einigen Punkten. Und deswegen gehen wir hier runter. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, denn der Lautstärkeregler, den sucht man erstmal so ein bisschen. Man weiß nicht, boah, wo stelle ich jetzt die Lautstärke ein? Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hier Mittelkonsole, da kann ich hier die Lautstärke einstellen. So, das ist direkt neben dem Drive-Mode-Schalter. Oder ich kann hinter dem Lenkrad auch nochmal die Lautstärke einstellen. Wenn man es weiß, ist es nicht so schwer. Wenn man es nicht weiß, verzweifelt man erstmal ein bisschen. Ja, das war's zum Interieur hier vorne. Und jetzt geht's nach hinten in den Vorbereich. Jetzt stelle ich den Sitz noch ein bisschen perfekt auf mich ein. Ja, was eben so geht. Bereite mich seelisch, moralisch vor. Und habe keine Chance, ich muss es tun. Okay, ich tue es für die Wissenschaft. Ich sag mal so. Erstmal nach vorne klappen, dann sieht man, das wird sehr eng. Ja. Es gibt das Auto übrigens nur so nebenbei auch mit so einer dritten Tür hinten. Also der Einstieg war sogar relativ bequem, hatte ich jetzt schlimmer erwartet. Und jetzt muss ich irgendwie... Aber wie geht er denn jetzt wieder nach hinten? Also ich habe jetzt viel Platz. Wollte ich immer so nebenbei sagen. Ich habe jetzt sehr viel Platz. Das ist wirklich toll. Man kann auch die Kniefreiheit. Okay, man kann jetzt nicht mehr fahren. Aber einen Tod muss man sterben. Deswegen gehe ich hier hinten wieder raus und ihr könnt es mir glauben, ich muss es nicht großartig zeigen, es ist eng da hinten, definitiv. Und wenn ich da vorne sitze und will hinter mir sitzen, dann klappt das nicht. Aber es ist eben auch ein Kleinstwagen und der hat auch den großen Vorteil, wie geht denn das jetzt hier wieder? Ja, jetzt geht's. Er hat eben auch den großen Vorteil, dass er kompakt ist. So, der Kofferraum wird, das kann ich gleich sagen, nicht riesengroß ausfallen, denn das Auto ist ja auch nicht wahnsinnig lang. Deswegen kann man es einfach mal mit diesem Koffer hier testen. Das passt. Gerade so, mit ein bisschen Gewalt. Dann wird es aber auch schon wirklich sehr, sehr eng. 185 Liter passen da rein. Man sieht auch hier, diese zusätzlichen Kabel sind schon oben drauf gelegt. Ich habe einen kleinen doppelten Boden, wo ich ja ein paar Kabel drin liegen habe. Mehr geht da nicht. Und wenn man jetzt die Rücksitzbank noch umklappt, das kann man hier machen, das geht sogar relativ einfach. Das ist praktisch gemacht. 550 Liter ergeben sich dann, reicht für einen
kleinen Möbeleinkauf. Ich sag mal so, was mir noch auffällt, ist, dass das hier hinten nicht nochmal mit Stoff bezogen ist. Da kann es also schon mal sein, dass es ein paar Kratzer gibt. Ja, das war's zum Kofferraum. Klappe zu. Dynamik und Sicherheit. Darum geht es jetzt. Der Fiat 500e auf der Teststrecke. Und ab geht's. Geht vorwärts. Absolut. Motiviert. Dann kriegt er noch so einen zweiten Wind über 30, 40 km/h. Und wir sind auch schon bei 100. Das reicht vollkommen aus. 8,9 Sekunden und die 100 sind gerissen. So kommt der Fiat flott vom Fleck und von Ampel zu Ampel. Zum Bremsen rollt der Fiat auf 195er 16 Zoll Continental Eco Contact 6. Und ab geht's! Ja, das macht er doch gut. Da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Ist doch wunderbar. Im Trocknen gemessen steht der 500e sicher und ohne Zicken nach 36,8 Metern. Ich würde mir den Fiat 500e kaufen, weil er der beste Fiat 500 ist, den ich bisher gefahren bin und weil er ein wirklich tolles Stadtauto ist mit einer ordentlichen Reichweite, sagen wir es mal so. Ja, man kann also auch mal so eine 200 Kilometer hinbekommen, wenn man noch Autobahnetappen dabei hat, wenn man noch ein bisschen langsamer fährt, geht sogar noch mehr. Ich würde mir den Fiat 500e nicht kaufen, wenn es mein einziges Auto wäre. Denn dann ist die Reichweite etwas zu eingeschränkt, noch das Platzangebot nicht groß genug. Aber als reines Stadtauto oder als Zweitauto, wo man eben kurze Strecken, auch gerade urbanen Bereich bewältigt, top. Also ihr habt es gemerkt, mir gefällt der Fiat 500e wirklich gut. Ist ein tolles Stadtauto, mit dem man auch mal eine, sagen wir, nicht allzu lange Strecke sehr, sehr angenehm fahren kann. Aber was haltet ihr denn von der elektrifizierten Variante des Fiat 500e? Ist das für euch auch die beste Variante oder sagt ihr, ach, so ein schöner Verbrennungsmotor hier drin, das gefällt mir noch besser? Schreibt's runter!